Herzlich willkommen in meinem Video. Heute mache ich einen Trail Run zum Hirschberg. Hirschberg ist 1670 Höhenmeter hoch. Die Strecke ist 16 Kilometer mit ungefähr 900 Höhenmeter. Bei Garmin sind es 1000 auf der Uhr gezeigt worden sind. Ich werde euch die Strecke kurz zeigen. Es ist eine Wanderstrecke und es kann auch eine Trail-Running-Strecke sein. Ich starte von Scharling, vom Parkplatz. Gleich nach dem Schild befindet sich ein Parkplatz. Der Parkplatz kostet 5 Euro pro Tag. Ich würde sagen, los geht's. Anfang der Strecke ist asphaltiert und in dem Ort. Am Anfang ist eine moderate Steigung asphaltiert und dann geht es in den Wald rein. Das Wetter ist perfekt, es soll keine Wolken am Himmel geben. Später werden die Temperaturen bis 30 Grad steigen. Es wird spannend. Moderate Steigung, aber nicht zu unterschätzen. So, 2 Kilometer sind vergangen. Es geht weiter über den Forststraße. Ich hatte 21 Minuten für die 2 Kilometer. Langsam bewege ich mich vorwärts, wollte eigentlich schneller laufen, aber ich mache es erst langsam. Die Strecke ist für mich relativ kurz, mit 16 Kilometern, deswegen wollte ich eigentlich Speedtrail machen, aber irgendwie komme ich nicht dazu, vielleicht später. Wanderzeit zum Hirschberg von dem Parkplatz ist angegeben 3 Stunden. Jetzt habe ich ein Schild passiert. Nach circa 2 Kilometer, 200 Meter, dass es noch 2 Stunden nach oben sind. Ich habe die eine Stunde sozusagen Wanderweg in 24 Minuten so langsamen Lauf gemacht. Also circa 300 Höhenmeter auf 1 Kilometer in einer Stunde ist angegeben der Wanderweg. So, es sind genau 3 Kilometer, 390 Höhenmeter. Hol die Stücke raus, bisschen zur Unterstützung. Die Strecke ist, wie gesagt, momentan nur nicht spannend. Nur die Forststraße, würde sagen, Kinderwagen geeignet. Sonst lasse ich mich überraschen, was noch kommt. So, jetzt links von mir, ich glaube, da oben ist der Gipfelkreuz von Hirschberg, aber ich bin mir nicht sicher. Aber wir werden mal schauen. So, nach 3,6 Kilometer geht es jetzt von der Straße, Forststraße links in den richtigen Trail und Bergsteigen. Jetzt ist Schluss mit der Gemütlichkeit. Jetzt geht es richtig zur Sache. Es ist jetzt steiler geworden, aber man kann es gut passieren. Technisch ist es auch nicht anspruchsvoll. Es geht so. Irgendwie hat mich die Forststraße eingelullt. Jetzt muss ich ein bisschen
mehr steigen und der Puls ist höher und so die Entspannung ist ein bisschen dahin. Die Temperatur steigt auch, aber die Strecke führt jetzt ständig, also ich glaube jetzt circa 4 Kilometer oder um die 4 im Schatten im Wald. Für die Jahreszeit eine gute Strecke zum Wandern. Jetzt habe ich den Schild passiert, noch eine Stunde Wanderweg zum Hirschberg. Das waren über 4 Kilometer und circa 560 Höhenmeter. Jetzt wird es steiler und dann wieder ein bisschen flacher, aber jetzt gibt es hier keinen Schatten mehr, also die Sonne knallt hier voll auf mich ein. Schauen wir mal, wie ich mich fühle. Ich bin nicht der Sonnentyp, also ich laufe nicht gerne in der Sonne, aber es muss weitergehen. Und die Strecke ist kurz, Höhenmeter nicht so viele. In Kombination mit der Sonne, vielleicht ergibt sich da ein guter Trainingsreiz. Jetzt kann man zwei Wege nehmen auf den Hirschweg. Sommerweg und Winterweg, links, rechts, die gleiche Zeit. Also ich folge der Navi von Garmin und gehe mal den Sommerweg hinauf. Schon eine gute Aussicht auf dem zu dem Tegernsee und wahrscheinlich ich dachte nicht, dass ich schon aus irgendwelchen Gründen meine Sprachfähigkeit hier verliere. Aber gut, oben wird es noch, soll es noch schöner sein. Schon eine herrliche Aussicht. Der Vorgeschmack auf die Aussicht vom Gipfel. Dazu muss ich sagen noch, ich habe ein bisschen oder ich habe Höhenangst. Aber der Weg ist, geht steil nach unten, wenn man abstürzt. Aber optisch bin ich geschützt. Ich sehe das Grünzeug. Ich sehe nicht die Schlucht. Ich sehe nicht, wo ich da rollen werde, wenn ich runterfalle. Es ist gut machbar. Für mich ist es auch nicht von der Höhenangst irgendwie schlimm oder so. Es ist eigentlich okay. Da war ich schon an schlimmeren Dingen beteiligt, wie den Koffel-Klettersteig für Anfänger oder den Grat von Heimgarten zum Herzogenstand. Der hatte schon was in sich und ist auch lang. Wunderbar herrlich, da vorne ist, wenn ich mich nicht irre, der Gipfelkreuz vom Hirschberg. Hier geradeaus ist so eine Hütte. Dann geht's, glaube ich, dann geht's rechts zum Gipfel. Also heute ist auf der Strecke gar nichts los. Ich habe nur einen Wanderer getroffen und ich genieße die Stille. Es ist einfach home sweet home. So, jetzt geht's vorbei an der Hütte. Scheint offen zu sein. Ei, ei, ei. So eine
herrliche Aussicht. Von der Hütte sind es 25 Minuten Wanderweg noch auf dem Gipfel. Das Schild habe ich jetzt passiert. Und herrliche Aussicht, nur empfehlenswert, wer leichte Wanderung mag. Technisch nicht anspruchsvoll, Höhenmeter sind zwar ein paar, aber es ist gut zu bewältigen. Der erste Abschnitt ist ja Forststraße, nicht so prekär, aber dann kommt man auf seine Kosten. Wunderbar. Fast hätte ich den Kratzer hier hinter mir verpasst. Ich war so konzentriert auf den Hirschberg. Da ist hier hinter mir noch ein Gipfel. Der Kratzer hier vorne, der Gipfelkreuz ist ein bisschen tiefer als der Hirschberg. Ich glaube, keine Ahnung, 1500 irgendwas Meter. So, ich bin unterwegs eine Stunde. Hat es gedauert zu den Kratzer. Ich habe noch vor mir ca. 140 Höhenmeter. Also wenn es gut geht, ist die Tour für mich unter 2 Stunden. Was relativ kurz ist. So, ab jetzt noch 20 Minuten Wanderweg. Ich hoffe, ich schaffe das, schneller auf den Gipfel zu kommen. So, ich werde noch euch kurz zeigen Abschnitte, bevor man den Gipfel erreicht, wie der Pfad ist zum Berg, also technisch auch nicht anspruchsvoll, relativ gut zu begehen mit der Höhe, mit dem Höhenmeter und der Steigung. Also würde ich sagen, mittelschwere bis leichte Wanderung für geübt. So, noch auf der linken Seite, kurz vorm Gipfel, ergibt sich eine herrliche Aussicht auf die Berge. Also, ich muss mich korrigieren, die Strecke ist für Geübte sehr einfach. Jetzt bin ich schon vor dem Gipfel, gab es keine mehr irgendwelche Kraxelei oder so. Also, sehr angenehme Strecke. Zum Wandern, gemütlich, wunderschön. So, Gipfel fast geschafft. 6,3 Kilometer vom Parkplatz. Gipfel ist erreicht, herrliche Aussicht. Perfekt. So, jetzt geht's nach unten. Ein anderer Weg, es ist ein Rundweg. Ich hoffe, ich finde den Weg. Und ich werde noch ein bisschen von der Strecke berichten. Aber die Aussichten sind herrlich. Wunderbar. So, hier geht es die Rundweg weiter.
Wunderbar! So, die Strecke geht wieder im Schatten. Es ist wieder ein Forstweg und ich glaube, das ist schon so bis zum Ende. Ich komme dann in den Dorf an und dann glaube ich geht es links zum Parkplatz und das war's dann. Eine schöne Aufwärmrunde. So, hier ist noch jetzt unerwartet ein steiler Abstieg, ja, relativ steil, kann nicht wirklich laufen. Mann, das ist richtig steil. Der wäre geil im Winter hier mit dem Eispickel darauf zu kommen oder mit den Steigeisen. Da muss ich noch was machen. Aber wieder herrliche Aussicht auf das Dorf. Jetzt knallt die Sonne hier sehr stark und es ist ja sehr steil jetzt nach unten. Also chill out, ist ein bisschen anders, aber es geht. Der Weg sieht aus, als wäre er noch lang, aber schauen wir mal. Eieiei, zu früh gefreut. Es geht weiter steil nach unten. Ach, ich dachte schon, das ist nicht weit, aber es ist relativ weit. Jetzt wird es ein guter Trainingsreiz sein. Durch den Downhill, steilen Downhill. Also das Wasser ist nie ausgegangen. Gott sei Dank habe ich hier eine Wasserquelle gefunden bei dem Downhill. Und es geht noch weiter nach zum Parkplatz jetzt. So, hinter mir herrliche Wiese, wunderbare Landschaften hier. So, die Wiese ist rum. Jetzt geht es hier einen kleinen Weg runter neben den Wald. Ein Schotterweg und so langsam nähere ich mich wieder dem Parkplatz. Ich glaube, es sind noch 2 Kilometer. Ich glaube, da wird es schon asphaltiert sein oder so im Dorf. Aber gut, werden wir gleich sehen. Und da ist das schon. Das Dorf und Parkplatz ist auch jetzt nicht mehr weit. Also fast geschafft. So, kurzer Asphaltabschnitt noch. Und dann ist es. So, das war mein Video zu dem Traillauf. Es wurden 12 Kilometer und 35 Meter daraus. Die Strecke ist einfach bis mittelschwer. Der Downhill war schon anspruchsvoll, aber zu machen. Was persönlich der Game Changer für mich war, war das Käppi, weil ich zum ersten Mal ein Trail mit Käppi gemacht habe. Und bei der Sonne hat es wirklich richtig gut geholfen. Ich kann nur jedem empfehlen, dass ein Käppi zu tragen bei Sonnenwetter. So, da ich hatte 2 Stunden 8 Minuten für die Strecke gebraucht. Es war angenehm, nicht zu schwer für mich. So leicht bis mittelschwer.
Wenn euch das Video gefallen hat, liked es und abonniert meinen Kanal. Tschüss. So, das war mein Video zu dem Traillauf. Es wurden 12 Kilometer und 35 Meter daraus. Die Strecke ist einfach bis mittelschwer. Der Downhill war schon anspruchsvoll, aber zu machen. Was persönlich der Game Changer für mich war, war das Käppi, weil ich zum ersten Mal ein Trail mit Käppi gemacht habe. Und bei der Sonne hat es wirklich richtig gut geholfen. Ich kann nur jedem empfehlen, dass ein Käppi zu tragen bei Sonnenwetter. So, da ich hatte 2 Stunden 8 Minuten für die Strecke gebraucht. Es war angenehm, nicht zu schwer für mich, so leicht bis mittelschwer. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es und abonniert meinen Kanal. Tschüss.